Hallo und Servus YouTube und liebe Landwirtschaftssimulator-Fans, herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Wir haben wieder das Spillefass aus der, war das die Titanium Edition? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aus dem LS13, aber ich glaube, das hatte vier Achsen. Das hier hat drei, ist ein Kontergarant Aluminium Light Bauweise Spillefass Dreiachs mit. Hier ist das Bild und das Logo. Überhaupt der Mod hier. Leistung ist nicht ganz realistisch. 40 PS, ich glaube, das kommt nicht ganz hin. Die Kapazität wird wohl stimmen mit 25.000 Litern und einer Arbeitsbreite von 21 Metern. Immerhin haben wir eine Beschreibung und 95 € Unterhaltskosten am Tag. Das ganze Teil kostet 120.000 Euro und ist ein Garant VTR. Und ja, hier hätten wir dann eben noch im Vergleich das Thunhammer, das 3 Meter breiter streut, auch drei Achsen hat, aber 2000 Liter mehr fasst, also in etwa gleich. Und ich habe immer gedacht, wir nehmen mal den Deutz, um den zu ziehen. Ja, so zu den Texturen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht das Topmodell. Es ist ein relativ simples Güllefass mit Schleppschlauch. Das sieht man auch, dass das konvertiert wurde. Ich meine, es ist ganz klar. Eigentlich gibt es noch keine Mods, die komplett neu für den LS15 erschienen sind. Deswegen ist das auch kein Wunder. Ja, wie gesagt, die Texturarbeit ist jetzt nicht hier gerade vom allerbesten. Aber es geht hier mehr um den Zweck und um die Größe. Wir kuppeln das Ganze mal an. Ja, können mit X hier ausklappen und haben dann 21 Meter und das alles per Schleppschlauch. Fällt einem natürlich so leichter, die Gülle auszubringen, ohne irgendwelchen Hilfe wie GPS-Mod zum Beispiel. Weil ihr halt sofort seht, wo ihr hinstreut, ne? Und nicht wie bei ja, dem Ausbringer, der eben hier mit dem Schwenkkörper hier da hinten die Gülle eben so im Schwenken verteilt. Im Schwenkverteiler, genau. Seht ja nicht genau, wie breit er streut. Das ist alles nur Vermutung und hier hat man eben dann den Überblick. An sich finde ich das eine super Sache. Spillefass und wie gesagt, 25.000 Liter passen rein. Ich habe jetzt nur leider gerade keine Gülle da. Aber ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie das aussieht, wenn man Gülle ausbringt. Zusammenklappen funktioniert einwandfrei. Lichter haben wir, Blinker, soweit ich weiß, auch. Und die Rundumleuchte funktioniert sogar auch. Ist halt noch die vom LS. Keine Ahnung, es ist nicht vom LS13, auf jeden Fall, es funktioniert, das ist schon mal wichtig zu sagen. Ja, Reifenstaub ist Gott sei Dank auch verbaut und Reifenspuren, das Gott sei Dank wirklich. Das ist auch gut so. Und ich wollte nur mal testen, wie schnell wir hier mit dem Teil fahren können, aber ich glaube, da gibt es keine Grenzen. 60, also, ja, dreht sich auch alles, blinkt alles schön mit. Also, so kann man eigentlich nicht meckern. Ist eher wirklich mehr Standard. Und konvertiert, aber für jemanden, der das schon im LS13 mochte, ist es definitiv wieder ein Hit. Und ja, ich kann es trotzdem auf jeden Fall empfehlen für die, die halt im großen Stil, beispielsweise auf der MIG-Map in etwa, ja, hier mal mit großem Beispiel vorangehen wollen, mit großen Geräten, ist hier das Garant, Kontergarant, perfekt. Und ja, Freunde, das war es auch schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod. Ciao, Servus.